Es riecht nach seinem Tabak. Die Budes rauchen auch. Komische Leute, diese Budes, wie? Ich meine, die gehen so gar nicht aufeinander ein. So, als wären die nur zufällig zusammen. Aber er raucht auch. Dieser Tabakgestank. Dass er hier im Haus raucht. Wenn man es richtig überlegt, es ist sein Haus. Ja. Es gehört ihm. Ich weiß. Vater? Bist du noch weg? Sag doch, bist du noch an Rhein? Ist doch viel zu spät. Musst wirklich nicht so spät noch fortgehen. Man will niemand im Weg sein. Oh, so Unsinn, Vater. Ja, Unsinn? Ich mach keinen Unsinn. Ich weiß, was ich will. Also hör mal, Vater. Ja, ich weiß, was ich will. Hier ist nichts. Ich gehe jetzt. Und wann kommst du zurück? Nachher. Was zählst du da mit den Fingern? Lass mal. Jetzt haben wir uns schon 11-mal haben wir uns schon getroffen. Ja, erst am Bahnhof, dann am Spielplatz, dann wieder am Bahnhof. Ist doch egal. Nee, du, das darfst du nicht sagen. Die Zeit bringt ja erst alles. Was soll sie denn bringen? Ja, was soll sie bringen? Ich kann das nicht hören! Nein, weil du dich niemals darüber gefreut hast, jetzt freu dich doch mal! Wer ist schuld dran? Ihr. Ina. Du warst es doch, ne? Ich hab's genau gesehen. Du warst es. Ich weiß nicht. Warum? Ich wollte wissen, wie du guckst. Wie meinst du das? Ob du böse bist. Wie kommst du darauf? Komm, wir gehen. Nee. Vielleicht fasst die Ina selber an. Kinder sind manchmal so. Was? Ja, manche. Mir ist das auch schon passiert. Kommt er jetzt endlich in ein Heim? Nein. Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich nicht für ihn gesorgt habe. Ich glaube, dass man ihn in ein Heim tun muss, wenn er solche Sachen macht. Du kannst doch uns vertrauen, oder? Du musst es tun. Morgen gehen wir zum Notar. Wenn du nicht vernünftig sein willst, Vater, dann können wir uns nicht mehr um dich kümmern. Und dann wirst du erleben, wie man zu dir ist. Willst du das? Ha? Willst du das? Willst du das? Trifft sich mit einer Frau, die soll es nicht wissen. Darum geht es ihm. Er trifft sich mit einem. Eine Küchenhilfe im Krankenhaus, die nicht ganz richtig im Kopf sein soll. Was er wohl mit der macht? Was soll er machen? Reden? Ich glaube, mir würde da gar nichts einfallen. Wozu? Meinst du? Fasst sie an, so am Rücken oder um die Schulter vielleicht. Jetzt hör doch auf davon. Bitte. Natürlich. Entschuldige. Kennst du sonst niemanden außer mir? Doch, viele. Doch. Wo sie dich leiden mögen? Doch, bestimmt. Siehst du? Ich kann doch keinen alten Baba brauchen. Von mir hast du doch nichts. Mama, ich denke, das kommt noch. Ja, so Gefühle oder so. Bist du verrückt? Spinnst wohl? Da habe ich nichts mehr zu tun. Jetzt bist du eine kleine Puppe, die die Augen auf und zu klappt. Kleines Engelchen mit Sternchen auf dem Kleid. Komm ich dir so vor? Ja, genau so. Und die Engelchen, die kriegen ja auch dann auch einen Kuss auf die Backe. Ging aber schnell. Sag mal schön. Ganz leise. Martha, willst du fein leise sein?
aber du musst was sagen. Was soll ich denn sagen? Sag, alles ist jetzt gut. Alles ist jetzt gut. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. Ach, wie geschwinde und behende kann kommen meine Todesnot. Man kann nicht alles haben, ja? Hier ist es doch schön, nicht? Hier hast du alles. Hier muss man sich doch wohlfühlen. Wäre doch unvernünftig, nicht? Heute ist mir eiskalt beim Arzt geworden. Auf einmal bemerkte ich doch, dass ich die falsche Bluse anhab. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir oben die Jacke zuzuhalten, damit er nicht die schwarz-blaue Bluse sieht. Mir ist fast schlecht geworden. Vater wollte die weiße Bluse aus der Reinigung holen. Ist dir wohl mit der Zeit nicht ausgegangen? Als mir der Dr. Köster sagte, dass es mit der Galle besser ist, da habe ich geweint. Das ist ungewöhnlich, man tut es doch sonst nicht. Aber das ist ein ganz selten tüchtiger Arzt. Das ist so ein Mann, das ist ein Arzt, der ist gut zu mir. Und gerade da ist man vollkommen unpassend angezogen und kann sich nicht rühren, ich meine. Frei bewegen. Du willst also zu ihr? Komm, du lass mich in Ruhe. Was ist denn? Ist dir nicht. Du siehst so abgespannt aus. Ich bin etwas müde. Willst du ins Bett? Leg mir mal eine halbe Stunde hin. Ist dir nicht gut? Claire, muss doch nicht gleich was sein, wenn man mal müde. Dann gehe ich jetzt mal. Ja. Willst du gehen? Ist wohl besser. Ja, wenn du musst. Wir sind ja nicht zum Reden gekommen. Nee, ne? Ich gehe jetzt. Ja, nicht so richtig. Ja. Man kann ja ein andermal, was? Wann meinst du? Ich glaube, ich bin jetzt müde. Ja, ich meine, wir können ja morgen reden. Komm mal her. Wie? Komm mal her. Wie ein lieber Vater. Bei mir kann dir nichts mehr passieren, hat er gesagt. Nie mehr. Ich kaufe ein Haus draußen im Vorgebirge, da ziehen wir hin. Der war ganz, ganz zart. Wir saßen im Omnibus und wollten rausfahren. Der fuhr sogar im Omnibus. Wir saßen im Omnibus am Fenster und die Sonne schien auf sein Gesicht und auf seine Hände. Und er guckt mich immer nur so an.
Und auf einmal fällt sein Kopf vornüber und mit der Hand greift er nach mir. So, als ob er mir noch was sagen wollte. Fräulein Walle, kommen Sie bitte. Was ist? Da ist ein Rechtsanwalt. Ich komme nicht. Was will der denn? Wegen einem Sparbuch. Ich will nicht. Nun kommen Sie schon. Es wird schon nicht so schlimm. Wenn er gemein wird, laufe ich sofort weg.